Leute, was geht ab, Leute? Wir sind in Berlin, wir sind bei Grillhaus. Fragt mich nicht. Das ist der Lieblingsdöner meiner kritischen Gastgeberin. Checken wir mal ab. Heute erster Tag, wir checken ein paar Spots ab für euch. Foodspot-Tour. Und danach habe ich ein paar Videos geplant. Vor allem dieses Mal eine Menge Vergleiche zwischen Berlin und München. Ich war bei Massiv, der hat neu aufgemacht in München. Katastrophe. Für Tati checken wir Burgermeister ab. Wir vergleichen ein paar Smashburger natürlich, vielleicht ein paar Ramen. Und dann ist natürlich am Samstag Solana Events, irgendwie so ein B-Day Event. Die waren sehr nett, das sah auch gut aus, ja. Eine Menge Fleisch. Ja. Es war sehr viel Fleisch. Das Geile ist bei denen, nach der Soße machen die einfach nochmal Fleisch drauf. Und das war sehr viel Fleisch, ja. Ja. Es war so viel Fleisch, der Dönermann hatte kurz diesen Moment, oh shit, das war zu viel Fleisch in seinen Augen. Okay. Jetzt natürlich sehr gefährlich, weil hier sind zwei offene Seiten. Der ist sehr lecker, ja. Gute Soße, geiles Brot, viel Fleisch. Fleisch hat ein gutes Aroma. Und das ist halt ein Brocken, Mann. Dieser halbe Döner, okay, ihr habt das Video noch gar nicht gesehen, wo ich diesen Massivdöner in München getestet habe. Dieser halbe Döner hat einfach schon mal fünfmal so viel Fleisch wie mein gesamter Döner. Er schmackhaft, ja. Kann man öfter als einmal essen. Ein guter Start in diese Tour. Das sollen irgendwie Tacos, Mexican Food von Vietnamesen sein. Nächstes Mal Berlin, nächstes Mal. Läuft? Wir sind an so einem mexikanischen Kiosk vorbeigegangen. Da habe ich mal geschaut. Ich habe Inka Cola gefunden, Leute. Hat eine kleine Hintergrundgeschichte. Ihr kennt Lukas G. Der hat mal ein Stellenausschreiben gehabt. Ich habe mich darauf beworben. Dachte mir, hey, ein bisschen Cash machen, dass ich in Krypto investieren kann zusätzlich. Und bin dann in die zweite Runde gekommen. Ich musste so eine Foodtour für ihn planen in, glaube ich, Peru, Lima. Und das war eins meiner Sachen, die ich rausgesucht habe für ihn, was er testen soll. Also ich habe den Job nicht bekommen, aber das wird jetzt getestet. Schmeckt wie diese türkischen Getränke bei Dönermann, die grünen. Ihr wisst, kennst du? Also nicht nach Cola. Nee, nicht nach Cola. Bubble Tea Time. Wong Cha. Aber die haben hier Sugarcane Getränke. Ausgefallene. Mit mir auf Vietnamesisch. Das klingt doch interessant. Aber die Bubble Tea sehen auch interessant aus. Also das Bubble Tea Game, das will ich auch in München noch durchspielen. In München muss ich sagen, ziemlich schwach. Sieht geil aus, Leute. Stechen Sie bitte rein. Heftig. Ich finde es mega lecker. Wong Cha Tea, ihr habt einen neuen Supporter, einen neuen Fan. Hier, Mann. Kuss geht raus. Kurze Kaffeepause oder Kaffee- und Kuchenpause. All die Male nicht geschafft. 2D-Kaffee, endlich. Das
haben. Das ist eines deiner Lieblingsgetränke, ja, sagt sie. Wegen der Creme. Ich habe keinen Kommentar. Das eine ist salzig, das andere ist, als würdest du was Herzhaftes essen. Der Kaffee ist salzig und das da oben ist wie irgendeine Füllung von einem Bau oder so. Was ist wieder dieses Zeug zu heute? Also es ist nicht so, dass es eklig ist, aber in meinem Gehirn... Achso, das ist für dich neu. Mein Gehirn sagt mir, es ist eine deftige Speise. So ein Knödel. Kennt ihr diese Bälle? Was ist das? So, Abendessen, Shiso-Burger. Da war ich auch schon länger nicht mehr. Eigentlich ein Muss bei jedem Berlin-Besuch. Bei dem war ich auch schon. Und da irgendwo um die Ecke, da war dieser krasse Vietnamese, krasse Banh Mi-Laden. Heftige Schweinebauch hatten die dort. Schaut's mal, Leute. Geil. Er macht sie doch auch. Ich kann mich nicht so leicht enttäuschen eigentlich. Ja? Trotzdem hat sich Loco Chicken enttäuscht. Ja. Oh, ja, ja. Liebe Ewig, mein Lieblingsburger hier. Alte Frau. Ich habe mich voll gefreut, gerade auf die Süßkartoffel Das einzige Problem, die sind echt sehr klein, Leute. Deswegen habe ich zwei, ja. Aber nur weil ich mich schon auskenne. Die haben kein Franchise in München. Die sollten sich einen holen, ja. Oha, Paris. Paris vor München. Irgendein Zuschauer, der Geld hat, holt den bitte dieses Franchise nach München. Ich habe leider kein Geld mehr. Das ist mein Setup für die nächsten Tage, Leute. Content wird weiter rausgehauen. Relativ zeitnah auch. Shiso-Burger, immer geil. Irgendjemand, der diesen Bullenmarkt fette Gains macht, der soll Shiso-Burger nach München bringen. 2D-Café,
Overhyped. Oh, auf jeden Fall overhyped. Kruffel nicht so stark wie in München. Ambiente ist okay. Hat mich jetzt nicht umgehauen. Und wir haben festgestellt, ich bin kein Black Sesame Fan. Zumindest nicht in Süßspeisen. Das taugt mir irgendwie gar nicht. Döner in Berlin immer krass. München, was da los? Wieso ist das Münchner Döner-Game so schwach, Mann? Geile Asian Drinks. Berlin und Asian Drinks. Mein Gott, ey. Da ist München auch richtig schwach. Das war's von mir, Leute. Heute kleine Korrektur im Markt. Schauen wir mal, was so passiert. Wie immer liken, subscriben, kommentieren, check die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Serious Business und ciao.